Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 18 Karrieremodus mit dem SC Preußen Münster, Folge Nummer 48. Baum Hansa Fan, habe ich ganz vergessen lach zu hängen, wir waren letztens bei Catchphrases und hast du nicht gesehen. Nein, Baum Hansa Fan, Folge Nummer 48, wir stehen also tatsächlich kurz davor, die glorreiche Runde Nummer 50 zu erreichen. Wann haben wir das letzte Mal geschafft? Ich glaube im FIFA 16 Let's Play, mit Schalke glaube ich noch was. Also, toll, dass es auf jeden Fall so weit läuft. Schade nur, dass die Aufrufzahlen eigentlich gar nicht mit dem übereinstimmen, was ich mir vorgestellt habe. Aber die Leier kennt ihr ja, das ist einfach eine alte Leier, ja. Ihr wisst, Abo-Box, YouTube-Algorithmus, es ist einfach total bescheuert momentan für kleinere YouTuber. Muss komischerweise gehen andere YouTuber an die Decke. Ach, ich weiß es einfach nicht. Aber gut, was soll man machen? Fakt ist aber, wir sind bei Folge 48 und es würde einfach passen, dass wir heute mit Folge 48... Dann bei der nächsten Mal in Folge 49 Lotte und dann in Folge 50 gegen Groß Asbach im letzten Spiel den Aufstieg klar machen in die zweite Liga. Das wäre möglich, wenn wir nicht wie zuletzt gegen wen haben wir nochmal gespielt? Das habe ich schon wieder verdrängt, dieses Spiel. Wie zuletzt gegen Halle nicht verkacken würden. Von daher, Aalen hat mitgespielt. Wir hätten an Aalen schon vorbeiziehen können beim letzten Mal. Jetzt müssen wir nochmal hoffen, dass sie verlieren und wir müssen gewinnen, um auf den direkten Aufstiegsplatz vorzustoßen. Das sollte doch unser allermöglichstes Ziel sein. Vom Platz 3 haben wir schon gesagt, sind wir nicht mehr zu verdrängen. Die Relegation ist uns sicher und jetzt sind wir also zu Gast beim Chemnitzer FC, beim Ex-Verein von Dennis Grote. Der wird heute von Anfang an auflaufen, weil mir Hoffmann zuletzt nicht gefallen hat. Er hat, glaube ich, abgenommen sogar einen Stärkepunkt, ne? Aber ist ja erstmal egal. So, Rinderknecht hat mir auch nicht gut gefallen. Und... folgerichtig werden wir heute spielen mit einer Raute. Haben wir lange nicht gehabt bei Mansa Fan. Ritzi alleine auf der 6, Guaida und Grote logischerweise über die Flügel. Und auf der 10 wird Kobylanski spielen. Waschewski rückt dafür neben Grimaldi in den Sturm. Also eine sehr, sehr offensive Variante heute. Das ist schon mal sehr interessant. Rinderknecht rückt noch in den Kader für... Wiebe, Menig natürlich in die Innenverteidigung neben Sebastian May. Dann haben wir noch Philipp Menzel. Den können wir auch mal... Ja gut, jetzt ist eigentlich sind eigentlich Spiele jetzt, die... Da müssen wir alles reinhauen, ne? Da können wir nicht einfach so mal den Torwart wechseln, glaube ich. Na, Asaimi, May. Na. Ja, das passt denn schon so weit. Sind doch, ne, einen Außenverteidiger würde ich gerne noch mitnehmen. Dafür nehmen wir Stoll runter und... Bleibt uns ja nur Asaimi übrig, der dann... mit auf die Bank kommt, denn unser Landesausverteidiger Grote, der wird ja auch dann eh bald nicht mehr können und naja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Deswegen nehmen wir den so mit und das ist dann heute unsere Aufstellung, eine offensive Variante gegen den Chemnitzer FC und haben wir auch mal wieder schönes Wetter, meine Fresse. Und man will es ja fast gar nicht glauben, Tobias Waschewski ist, meine ich, mit unser bester Spieler. Mit einer 71 und ist kein Stammspieler. Ja, weil der einfach nicht trifft wie der gute Grimaldi. Aber gut, das sollen andere entscheiden. Jedenfalls war Waschewski ein sehr vielversprechendes Talent, der uns auch viel in der zweiten Liga dann wahrscheinlich auch weiterbringen wird. Ja, ich rede immer von der zweiten Liga. Klar, die Relegation haben wir noch nicht gewonnen gegen den Zweitligisten. Aber eigentlich ist das ja natürlich unser großes Ziel, wo wir durchkommen müssen. Ja, das sah schon mal gut aus. Okay, das sah schlecht aus, deswegen gehen wir rein ins Spiel gegen den Chemnitzer FC. Da ist Grimaldi, 23 Tore hat er bereits erzielt. Ich kann seine überragende Quote eigentlich... immer nur wiederholen. Das ist Wahnsinn. In der Community for You Arena empfängt der Chemnitzer FC eigentlich im klassischen Stadion an der Gellerstraße in SC Preußen Münster. Herzlich willkommen hier an der Gellerstraße zum Drittligaspiel. Es ist der 36. Spieltag. Eine lange Saison neigt sich jetzt aber wirklich mit schnellen Schritten dem Ende entgegen. Es wird nochmal richtig spannend. Wir haben es hier. 67 Punkte von den Preußen. Na, die Kurve ist nicht ganz gefüllt, wie wir da sehen. Rechts und links in der Ecke fehlen ein paar Leute. Würde ich einfach cooler finden, wenn das in FIFA 19 müssen wir umgesetzt wird durch Zuschauerzahlen. Stadien müssen nicht immer rappelvoll sein. Wenn man sich auf die realistische Komponente... Oh, ja, schon 70 Tore erzielt in 35 Spielen. Das heißt, in jedem Spiel 2 Tore, mindestens. Wahnsinn. Aber was ich noch sagen wollte, die Komponente realitätsnah ist nicht, wenn die Stadien immer rappelvoll sind. Sicherlich ist das cool, aber gerade um die Karrieremodus so authentisch zu machen. Wenn man bei so einem kleinen Dorfverein wie Asbach spielt oder so, dass das Stadion auch wirklich leer ist, im Gästeblock vielleicht mehr gefüllt ist. Ihr wisst, was ich meine. Das sind also Komponenten, die viel besser reinpassen können. Das ist die Aufstellung. Die sind sehr defensiv mit Kunz im Tor. Dann kommt Dehn, Trapp, Endriss und Leutnecker.
in der Abwehr. Darch, Trinks und Reinhardt machen das Dreier Mittelfeld und vorne drin Hansch und Fran. Das ist also die Aufstellung der Himmelblauen. Ich habe die Tabelle nicht mehr im Blick gehabt, aber wir müssen uns sowieso nur auf uns konzentrieren, denn eins zählt nur heute und das ist ein Sieg für Preußen Münster. Also heute nochmal ein bisschen was anderes, ein bisschen mal umgestellt. Offensive Variante quasi mit drei nominellen Stürmern im Dreier-Mittelfeld. Wir hätten das auch ein bisschen umstellen können noch, aber ich finde, mit der Raute fahren wir da ganz gut. Kobylanski sind heute natürlich auch mehr in der Defensive gefragt als sonst. Aber der Mann mit 13 Treffern kann das natürlich auch. Grote über die rechte Seite gegen seinen Ex-Verein, wo er auch schon Kapitän war. Und damit geht's los in der Community for You Arena an der Gellerstraße. Der Chemnitzer FC empfängt den SC Preußen Münster. Eggers-Glüß. Ritzi. Schwers. Tritz. Bitte passt mit Grote. Sehr schön. Tritz wieder auf Grote. Grote will durchstecken zu Ritzi. Schade. Trapp klärt zu kurz. Und Maldi gegen Koch. Dem. Jetzt kann sich erstmal befreien. Schwers wollte einen Freischuss haben, beschwert sich da immer noch, anstatt weiterzumachen. Leute, ein Ecker, Ball verspringt da eindeutig. Hat er Glück, dass Guaida über den Ball schlägt. Tritz. Eckers Glüß, gut mit Ritzi. Und Guaida. Findet Kobylanski. Martin Kobylanski auf dem Weg in den Strafraum. Kobylanski zieht ab. Und den wollte er dann doch fast zu schön machen, habe ich das Gefühl. Schnippelt ihn da um den langen Pfosten. Hat er auf jeden Fall noch viel mehr Zeit, um Richtung Tor zu marschieren. Das war dann doch ein bisschen zu überachtet abgeschlossen. Vom Deutsch-Polen bei Werder Bremen ausgebildet. Kunz mit dem Abstoß auf Koch. Von Bayern Grote. Fran. Reinhard Koch auf. Vorne auf Fran. Wenige Star per Kopf. Körber. Guaida, Ritzi, nochmal Mo Guaida. Bester Vorbereiter bei den Preußen mit 9 Assists. Guaida. Ah, der Pass war schlecht. Man steht da zielstrebig in die Mitte. Hätte auch hier wieder die Möglichkeit gehabt, noch einen Schritt dichter zu gehen. Reinhardt gegen Schwers. Das wird tatsächlich als Foul ausgelegt vom Schiedsrichter. Na, das ist eine interessante Variante. Gut, Dennis Grote haben wir natürlich heute im Fokus. Der Ex-Chemnitzer ist kein Stammspieler bei Preußen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Oh, erste Möglichkeit. Abgefälscht, gibt Eckball. Nach anfänglichen Schwierigkeiten für Grote bei Preußen, weil Hoffmann so gut eingeschlagen hat in die Saison und er erst ein bisschen später dazu stieß. Hier klasse dazwischen noch von Tritz. Kam er nicht richtig rein, hat er gebraucht, um sich zu integrieren. Dann ist er mal mehr zu einer guten Alternative geworden, die, wenn Not am Mann ist, einspringt. Da ist er zum Beispiel wieder. Heute Formschwäche von Philipp Hoffmann, deswegen ist er drin. Auch Moritz nicht richtig gut gewesen zuletzt. Grimaldi versucht dann den langen Ball zu Waschewski zu spielen. Dem er macht das doch ganz gut. Koch. Reinhardt, abgefangen von Grote. Kobylanski, auch der wieder zu überhastet, gleich weitergesteckt. Das Ding, Reinhardt. Fran. Darch. Trinks. Florian Trinks. Auch bei er bei Werder Bremen ausgebildet. Der Ball kommt tatsächlich noch an bei Leutenecker. Reinhardt immer noch. Reinhardt! Und das ist die erste Möglichkeit für den Chemnitzer FC. Zieht ab. Ah, ich dachte, da wäre noch einer dran gewesen. Trifft den Ball aber nicht richtig, sodass er nicht wirklich zum Tor zieht. Eggers Glüß. Guaida. Waschewski, schöner Doppelpass. Und jetzt Mo Guaida. Da kommt die Flanke auf Kunz. Der Chemnitzer Keeper ist da. Geklärt erstmal. Fran setzt sich durch gegen Tritz. Darch. Wieder Fran, klasse von Menig. Rote. Grimaldi. Hat da Probleme gegen den. Schwers ist da. Tritt gut weitergeleitet zu Dennis Grote. Grote zieht in die Mitte. Zum starken linken Fuß. Wird abgeblockt. Ritzi hat den Ball.
Waschewski. Waschewski dauert zu lange. Philipp Endres hat sie sich da wiedergeholt. Fran, Dartsch, schön von Schwers. Und gut, die Übersicht bewahrt mit Tritz. Und der dauert, braucht es einfach zu lange. Menig, immerhin. Körber, schön zu Tritz. Und wieder Grote. Doppelpass mit Grimaldi. Sehr schön gespielt. Endlich mal vernünftig. Dennis Grote. Grote! Verpasst den richtigen Moment zum Abspiel. Rechter Außenmann ist frei. Koch. Tritz fällt wieder hin. Tritz hat sich wohl verletzt. Chemnitz spielt weiter. Schwers ist da. Körber auch den Ball ist da weg. Ermöglicht die Behandlung für Tritz. Nee, scheint weiterzugehen. Im Moment erstmal zumindest. Hat einen ganz schön raufgekriegt. Koch hat Probleme beim Kontrollieren. Spielt hinten rum. Ja, machen das doch relativ fair hier. Kreuz hat den Ball jetzt ausgespielt. Jetzt aber der neue Angriff. Versuch von Chemnitz. Trinks. Schöner Seitenwechsel. Eggersluis zu weit weg. Menig dazwischen. Und Eggersluis klärt. Waschewski zu Guaida. Bleibt hängen an Leutenecker. Und Chemnitz schafft es jetzt tatsächlich, die Preußen einzulullen in die eigene Hälfte. Grote tritt dazwischen. Was war das denn? Fran, Daniel Fran auf Dartsch. Und da war die nächste Möglichkeit. Und Tritz müsste raus. Wir werden den ersten Wechsel machen. 36 Minuten. Tritz angeschlagen. Eggersluis dann auf die angestammte Rechtsverteidigerposition. Und gut, dass wir den Außenverteidiger mitgenommen haben. Mit Jeron Alhazaimi. Er wird den Fall verlassen, ist aber trotzdem noch weiter eine Alternative für die Linksverteidigerposition. Wird dann auch gleich mal angespielt von Körber. Lange nicht gespielt. Viererkette stand zuletzt immer. Guaida, klasse gemacht. Das ist Waschewski. Guaida. Oh, Guaida mit der Flanke. Da hat die Rote. Kommt nicht ran. Schön dazwischen von Rizzi. Waschewski. Kobylanski, raus zu Eggersluis. Schlecht. Schwers. Und Eggersluis hat den Ball. Rote. Grimaldi. Kann nicht abziehen. Guaida. Und da wird er gut abgeblockt von Leutenecker. Hat sich den Ball da gut vorgelegt. Für den Elfmeter reicht das natürlich nicht. Kobylanski. Waschewski. Dem dazwischen. Ja, Chemnitz versucht sich jetzt wieder aus den Klammern der Chemnitzer zu befreien. Gelingt das? Das ist die große Frage. Nächste Angriffswelle der Chemnitzer. Guaida. Abgewehrt. Nein. Reinhardt. Schöner Pass auf Dartsch. Handschuss ist. Entschuldigung. Und das ist das Tor für Chemnitz. 1:0 für den CFC. In der 45. Minute. So kurz vor der Pause. Nächster Nackenschlag für die Preußer Münster, den hier anscheinend die Nerven flattern. Bittere Pille, die jetzt erschlucken müssen. Schön durchgesteckt hier. Keiner bei Hansch. Und er drückt ab. Eiskalt verwandelt. Auf die Kurve zu. 1:0 für den CFC hier gegen den Aufstiegsaspiranten Preußen Münster. Wie antwortet Preußen? Kobylanski. Nochmal gute Übersicht für Grote. Grimaldi. Kobylanski. Und Teng. Nochmal Grimaldi. Grimaldi auf Kobylanski. Trapp blockt ab. Gibt keine Ecke. Dem. Rizzi. Rote. Waschewski. Auf Grimaldi. Mit Zwischenstation. Kobylanski, aber der Goalgetter der Preußen verzieht hier kläglich. War auch der letztendlich ein bisschen zu umständlich gespielt von den Preußen. Da müssen sie früher den Abschluss suchen. 1:0 für die Gäste, für den Gastgeber. Die Gäste aus Münster müssen sich noch mächtig strecken, um hier zum Sieg zu kommen, der ja unglaublich wichtig ist für einen direkten Aufstiegsplatz. Trinks. Zweite Halbzeit. Läuft. Eggersluis abgefangen. Kobylanski. Auf Grimaldi. Grimaldi erstmal Platz. Grimaldi. Und dann so ein schlampiges Abspiel vom Top-Torjäger der dritten Liga.
Menik. Kobylanski, Reinhardt, Kobylanski, glaube ich, absolut fehl am Platz da auf der 10er-Position. Eggers Lüß. Und Grimaldi mit. Grimaldi zu lang. Kobylanski zu klein. Michele Rizzi, der Kapitän, fasst sich ein Herz, aber ungefährlich. Haut da zu weit unter den Ball, sodass er doch weit über den Kasten fliegt. Abstoß Kunz. Kobylanski kommt nicht ran. Reinhardt auf Dartsch. Rote dazwischen. Und wieder Guaida. Marschewski. Grimaldi. Jetzt Adriano Grimaldi. Grimaldi, die Möglichkeit. Rote. Kobylanski kommt nicht ran. Jetzt Marschewski. Und der war noch am Posten. Jetzt hat sich ja noch Kobylanski verletzt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Miroslav Slavov kommt für Florian Hansch den Torschützen. Jetzt noch ein großer Stürmer, der die Bälle festmachen soll. Bei Chemnitz. Sie merken, der Druck wird erhöht. So, hoffentlich hält Kobylanski durch. Das ist ein wichtiger Spieler, auch wenn er heute hier nicht gut drauf ist. Da fliegt er den nochmal hin, aber rappelt sich auf. Grote. Grimaldi. Und das gibt tatsächlich keinen Einwurf für Preußen, sondern für Chemnitz. Grote darauf stürmt. Stürzt wie ein Kaputter. Koch mit dem Einwurf auf Endris. Dem. Saime kommt nicht ran. Slavov, Rizzi. Jetzt hat er den Ball. Grote. Kobylanski auf Grimaldi. Nee. Leutenecker. Klasse von Waschewski. Saime sucht und findet Guaida. Der muss nochmal zurückspielen. Saime, Kobylanski, Waschewski. Ah. Ich dachte, der wäre früher durch. Rizzi, klasse. Kobylanski auf Waschewski. Tobias Waschewski abgefälscht. Eckball. Jetzt müssen wir wechseln. Jetzt geht es dann doch nicht mehr anders. Jetzt müssen wir den Wechsel bringen. Puh. Ja, Rinderknecht wird kommen. Für Kobylanski. Rizzi rückt einen vor auf die 10er-Position. Zweite Mal muss Preuß jetzt also verletzungsbedingt wechseln. Ganz bitter. Rinderknecht für Kobylanski. Nominell erstmal, klar, defensiver. Aber wir haben keine, der weiter die 10er-Position bekleiden kann. Deswegen müssen wir Rizzi einen vorziehen. Der Kapitän jetzt noch in der Standardsituation. Schwerst kommt nicht dran. Dartsch klärt. Slavov spielt zurück, anstatt nach vorne. Trinks, aber Slavov völlig frei, kriegt den Ball erneut. Fran gegen Menik. Gut ausgespielt. Trinks. Slavov setzt sich durch, ist wuchtig im Kopfball der Leutenecker. Klasse rausgespielt. Trinks. Und kein Problem für Körber. Schwerst jetzt auf Guaida. Kann er mal Tempo aufnehmen, der Ex-Hamburger. Hat da schließlich den Platz, jawohl. Nur Guaida. Und da ist Grimaldi. Die nächste Möglichkeit. Die denn doch eher klicklich nicht genutzt wird. Ausgelassen wird. Fran. Guter Pass zu Slavov. Slavov mit der Körpertäuschung vorbei. An Hasaimi. Guaida. Klasse, wie er mit da hinten eilt. Körber. Eggers Glüß. Rote. Grimaldi. Und Waschewski. Grote. Dennis Grote. Da ist Rizzi. Da ist Rizzi. Wird da gestört. Waschewski, klasse nachgesetzt. Rinderknecht. Will hier das Foul ziehen. Schwers. Schwers gegen Slavov. Oh, ruppiger Einsatz von Miroslav Slavov. 30 Minuten sind rum. Die Zeit läuft gegen Preußen. Slavov. Ball im Aus. So, wir müssen jetzt noch eine weitere Option bringen. Grote ist fertig. Es wird kommen. Philipp Hoffmann, na klar. Der schnelle Mann über Außen, der schon auch ein paar Tore erzielen konnte. Zusätzlichen Sturm brauchen wir nicht bringen. Die treten sich da auf die Füße in der Mitte. Und dadurch, dass wir schon zweimal verletzt bringen, wechseln mussten, wurde uns ja doch eine Möglichkeit genommen. Mindestens eine.
Viertelstunde noch. Chemnitz braucht bestenfalls zwei Tore. Guaida. Waschewski. Ja, Doppelpass. Warum denn nicht mit dem Gegner? Aber den verliert er den Ball wieder. Trinks. Fran. Reinhardt. Klasse. Fabian Menig. Und jetzt Philipp Hoffmann. Der ist frisch. Und jetzt stehen sie sich gegenseitig im Weg. Das kann nicht wahr sein. Grimaldi kreuzt da völlig unnötig den Laufweg von Philipp Hoffmann. Klasse, zurückgearbeitet. Eggers-Glüß. Rinderknecht. Und Rizzi. Mitte ist nicht besetzt. Michele Rizzi. Das war Schewski. Das war Schewski! Jetzt haben sie es doch geschafft. Klasse rausgespielt, Michele Rizzi. Tolle Übersicht. Klasse Laufweg von Tobias Waschewski. Der denn hier, ja, eigentlich fast schon schwer zu nehmen ist. Der kriegt da fast senkrecht in den Laufweg gelegt. Und dann springt er kurz vor nochmal auf und dann erzielt er trotzdem ein 10. Saisontor. Tobias Waschewski. 10 Minuten noch zu gehen. Chemnitz braucht den Sieg, um direkt aufzusteigen. Und zumindest noch die Chance weiterhin zu wahren. Trinks. Reinhardt. Seitenwechsel von Trinks. Kran. Milikowski. Slavov. Und das gibt's doch nicht! Rinderknecht kommt zu spät! Es gibt Elfmeter für den Gastgeber aus Chemnitz. Es darf doch nicht wahr sein aus Preußens Sicht. Ist denn das zu fassen? Wie kann man da so ungestüm reinkommen? Aber Slavov macht auch eine Menge draus. Miroslav Slavov macht da eine ganze Menge draus. Muss man ihm wirklich geben? Ich weiß es nicht. Sicherlich kein durchdachter Einsatz von Rinderknecht, aber muss man ihm wirklich geben? Fran gegen Körber. Und den lupft da rotzfrech in die Mitte, das gibt's ja gar nicht. Wahnsinniger Jubel hier an der Gellerstraße in der Community von Jürgen Rina. Der Chemnitz FC geht zum zweiten Mal in Führung gegen den Aufstiegsaspiranten Preußen Münster. Daniel Fran, was hat der für eine Coolness? Stark. Ausführung natürlich stark, aber ist das wirklich fair? Sportlich fair, meine ich. Da habe ich auch mal viel drüber gesprochen. Wir haben auch viel drüber kritisiert, dass man sowas anspricht, aber na, ich weiß ja nicht. Erstmal ist der Elfmeter doch, finde ich, relativ schmeichelhaft. Sicher, die Berührung war da. Slavov macht aber sehr, sehr viel draus. Und jetzt muss Preußen liefern. Hoffmann. Hoffmann. Schwache Flanke. Grimaldi. Kriegt den nicht an den Mann gebracht. Einwurf. Für Preußen. Megas Glüß. Hoffmann. Das ist Guaida auf der rechten Seite zu finden. Guaida flankt. Schwaches Ding. Obwohl es ein starker linker Fuß war. Rinderknecht. Ja, okay. Rüber auf Hasaimi. Hasaimi. Flanke kommt. Grimaldi! Und Kunz ist da. Klasse Kopfball. Klasse Parade von Kunz. Macht die kurze Ecke zu. Es gibt nicht mehr Ecke. Es gibt nicht mal Ecke. Das sah wirklich so aus durch den Aufsetzer, dass da Philipp Kunz dran war. Oder Kevin Kunz heißt der, ne? Rinderknecht, gut abgefangen. Grimaldi kriegt heute kein Bein auf dem Boden. Nachspielzeit läuft. Reinhardt. Dartsch. Slavov. Oh. Goldenecker, der will die Zeit runterlaufen lassen. Da ist Reinhardt. Der hatte die Chance, alles klar zu machen. Körber hat es eilig, wir sehen es. Will den Ball weit nach vorne bringen. Grimaldi verlängert nochmal. Menig. Rizzi. Guaida auf Rizzi. 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 Chemnitz belohnt. Preußen belohnt sich doch noch mit dem Ausgleich. Michele Rizzi. Eins vorgelegt, eins selbstgemacht, der Kapitän. Großer Jubel bei den Preußen. Das spricht auf jeden Fall für die Moral. Toller Doppelpass zwischen Rizzi und Guaida. Ein bisschen Glück war auch noch dabei. Abgefälscht nämlich noch von
Endriss, da, der sollte in die andere Richtung gehen. Heieieiei, aber letztendlich ist auch dieses Unentschieden leider zu wenig. Es sei denn, Aalen hat erneut gepatzt. Das glaube ich aber nicht, dass die alle drei Spiele zuletzt verlieren. Es ist letztendlich, wie gesagt, viel zu wenig. 2:2. Preußen Münster in Chemnitz. Heieieiei, was lasst man jetzt hier für Chancen liegen? Zuletzt gegen Halle, jetzt gegen Chemnitz. Hat man tatsächlich den Ostkomplex? Lässt man gegen die Ostclubs die Punkte liegen. Heute mussten sie zweimal zurückkommen. Letztens schusselig die Führung verspielt. Michele Rizzi, Mann des Tages, eindeutig. Kobylanski in Schatten seiner selbst. Grimaldi, der Top-Torjäger, auch gar nichts. Julius Reinhardt bei Chemnitz immer mit Betrieb. Ist ja echt der Wahnsinn. 90. und 80. die Tore erst. Und vorher, kurz zuvor, hier sehen wir hier nochmal diese Chance. Hatte Julius Reinhardt die riesen Möglichkeit. Eieiei. Den wollte ich echt gerne nochmal sehen. Das war echt Wahnsinn. Da ging es ja sofort weiter, weil Körber den Abschluss nochmal lang geschlagen hat. Puh, wahnsinniges Spiel. Oh, Hansa gewinnt gegen Köln, sehr geil. Aber wahnsinniges Spiel. Leider erneut nicht die Punkte geholt. Und Aalen hat das natürlich genutzt. Die haben gewonnen. Aalen holt den Sieg. Wir hätten gewinnen müssen, um auf Distanz zu bleiben, aber gut. Der direkte Aufstiegszug ist noch nicht abgefahren. Trotzdem heißt es natürlich klar, wir sind 4 Punkte hinter. Wir müssen zweimal gewinnen. Aalen muss zweimal verlieren. Höchstens einmal unentschieden spielen und nur dann wird das noch was mit dem direkten Aufstieg. Ansonsten können wir schon mal auf Relegation gefasst machen. Und liebe Leute, die Ankündigung kann ich jetzt mal hier zum Ende der Folge geben. Wenn es in die Relegation kommt, dann gibt es das im Livestream. Dann machen wir das gemeinsam im Livestream, Leute. Das lassen wir uns da nicht entgehen. Sicherlich, klar, wird es den Replay auch auf YouTube geben. Aber Hauptsache, Augenmerk wird da auf Livestream liegen mit Facecam, dass wir uns diesen... Und ja, Kobylanski wird uns leider nicht mehr helfen können. Kobylanski ist leider raus für den Rest der Saison. 3 Wochen, verstauchter Knöchel, verdammter Mist. Und Stefan Tritz, der ist im nächsten Spiel wieder dabei, Gott sei Dank. Und ja, Tietz will auch gemäß spielen, ne? Verständlich. Verständlich. Wiesbaden haben wir, glaube ich, am letzten Mal schon zum Aufstieg gratuliert. Und Cueto, danke, Chef. Ja, natürlich gerne. Was haben wir noch? Schönes Pressekonferenz. Ja, ich hab's ja schon fälschlicherweise letztes Mal schon betitelt mit einem Derby. Es ist aber nicht, aber das Nachbarschaftsduell, Lotte, das wird hier daheim sehr entscheidend sein. Wir loben hier mal einen Spieler, und zwar Michele Rizzi. Das war Wahnsinn, wie der vorweg marschiert ist zuletzt. Ribéry fällt 6 Wochen aus, ne? Ist auch ein Ding. So, das Nachbarschaftsduell gegen Lotte, das wird jetzt also nicht entscheidend werden. Das wird nochmal richtungsweisend. Ob es jetzt am Ende mit der Relegation, ob es am Ende bei der Relegation bleibt oder ob wir dann tatsächlich doch noch die Chance haben, am letzten Spieltag den direkten Aufstieg zu packen. Fakt ist, auf jeden Fall, werde ich jetzt schon ankündigen, wenn wir das Spiel, sicherlich, wenn wir gewinnen, aber Aalen auch gewinnt, dann ist es ja sowieso klar mit der Relegation. Dann werden wir im letzten Spiel nochmal einiges rotieren und Kräfte schonen und dann Relegation, na klar, ihr wisst es, im Livestream. So. Das war's immer für heute. Ich muss immer wieder die Worte finden. So ein Mist, da geht uns hier kurz vor Saisonende die Puste aus. Die Chancen zum direkten Aufstieg, sie wären da gewesen. Aber es geht uns tatsächlich vor Saisonende die Puste aus. Ah, und dann die Relegation noch. Ob das noch für den Kopf her gut ist, mal gucken. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Daumen hoch, wäre cool. Social Media Links abchecken. Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.